Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge 239 von Avorion. Ja, wir sind hier rüber geflogen zu unserem zweiten Schiff, was ja hier ist. Wir waren irgendwie beschädigt, glaube ich. Da müssen wir mal gerade reingucken, ob wir da überhaupt was reparieren können. Ich bin von überzeugt nicht. Nee, warte, reparieren wir hier. Du brauchst Credits ohne Ende. 5,6 Milliarden. Cool. Das wird also nichts mehr. Das heißt, wir könnten rein theoretisch jetzt da rein zerstörte Blöcke verwerfen. Das wäre die Alternative, ne? Ja, man sieht jetzt natürlich schlecht, welches diese Blöcke sind, ne? Ah doch, ich kann hier reinzoomen, ich kann es auch drehen, okay. Also da oben geht was, hier rechts und da hinten auch noch. Sieht schon ein bisschen mager aus, ne? Wäre schön, wenn man jetzt hier einzelne Blöcke noch reparieren könnte, damit das klappt. Ogonit braucht man, ne? Und Xanion. Also das ist ordentlich, was wir da jetzt dran fehlerhaft haben. Tja. Und wenn ich jetzt hier sagen würde, Autopilot, was kann ich Asteroiden abbauen? Macht er das dann hier im Sektor, ne? Das ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Wechsel du mal in das Schiff und lass den anderen fliegen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der kann. Aber das Ganze machen wir natürlich erst nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, war der auch kaputt? Ne, der war nicht kaputt. Das ist ja schon mal was, ne? Gut, hätte der die Möglichkeit, was abzubauen? Nee, ne? Ne, der hat nur richtig Anti-Mörser und so. Der kann auch schießen hier. Das ist okay. Gut, Avorion wird gerade abgebaut, wie wir sehen. Das ist ja schon mal sehr cool. Aber wir müssen noch schauen. Ah, da hinten ist er. Der baut auch mit den kleinen Dingens ab. Sag schon. Fightern da. Abbaufighter nimmt der. Okay. So, was haben wir denn hier im Sektor? Chemiefabrik, Reiswerk, Ressourcendepot, Handelsposten. Ressourcendepot wäre da. Da sind wir sogar hier direkt neben, ne? Genau. Dann könnten wir da eigentlich ja mal schauen, was das uns bringt, weiß ich jetzt nicht. So, einmal Traktorstahl. Wir sind gedockt. Haben gerade wieder einen Schaden mehr, aber wir sind gedockt. Ressourcen könnten wir hier handeln, aber die loswerden. Die haben keinen Vorrat. Das. Aber wollen das zu wertvoll, das kannst du besser selber da was verbauen für. Das bringt uns also nichts. So, weggeflogen sind wir schon mal. Und dann müssen wir weiter gucken, was wir da machen. Gute Frage, ne? Wo ist denn unser Schiff? Ah, da hinten ist das alles. Okay, die Staffel ist da links unterwegs. Aha, sehr interessant.
Titan wird gerade abgebaut, auch sehr gut. Was ist denn nochmal hier? Güterschiffe haben wir, Schwerlastfrachter, Handelsposten, Ressourcen, Überreißfabrik, Plastikhersteller, Gashersteller, das ist jetzt nichts so Prickelndes dabei, ne? Wir waren hier, da war die Schiffswerft, hier Stahl, da ist eine Waffenfabrik, ja, da brauchen wir aber Zulieferungsgeschichten. Allerdings fliegen wir mal dahin, weil ich will doch mal gucken, was wir da für Waffen bauen können dann. Was wir da brauchen und so. Und der Thomas Stehler hat das ja geschrieben, dass man da auf jeden Fall Waffen bauen sollte. Nach seinen eigenen Vorstellungen oder so. Schauen wir mal. Da müssen wir gucken, was es da gibt und was für Möglichkeiten man da hat. Aber ich habe da absolut keine Ahnung von. Hier, der ist gerade hier rüber gesprungen oder was? Da ist die Waffenfabrik, oder? Waffenfabrik, ja. Gucken wir doch erstmal da rein. Geschütztürme bauen. Ach, wir durften ja gar nicht. Das war unser Problem. Die UKU oder so ähnlich. Gut, das bedeutet, gibt es hier auch einen Handelsposten? Ja. Dann schauen wir doch mal beim Handelsposten vorbei. Der ist da. Nee, das ist der Waffenzulieferer. Dann ist es nicht der Handelsposten. Dann ist er da. Güter handeln. Was hätten wir denn dabei? Gar nichts? Gar nichts. Was könnten wir kaufen? Klebstoff. Hier, Neutronenbeschleuniger. Maximal 447. Kann ich die maximal kaufen? Nee. Ich kann mir nur 10er leisten. Und wenn ich die jetzt kaufe... Du musst an der Station angedockt sein. Okay. Dann docken wir mal gerade an und gucken, ob wir die kaufen können. So, sind das Landeflächen da? Weiß nicht. Sieht auf jeden Fall cool aus, ne? Dockingports sind da oben. Okay. Traktorstrahl einmal anholen. Jetzt sind wir gedockt. Güter handeln und dann müssen wir schauen, dass wir jetzt hier... Wo war das? Neutronenbeschleuniger. 10 Stück kaufen. Die 2571 waren das genau die, die wir letztens, glaube ich, ne, kaputt gefahren haben. Oh ne, es gibt noch was dazu. Da müssen wir nochmal gucken. Da geht noch was. Da geht noch was. Jetzt fehlt's Geld. Schade. Dann noch 9. Da haben wir auch nochmal 2000 sonst was gekriegt. Und 9 wieder verkaufen. Da gab es wohl auch noch was für. Jetzt fehlt wieder was. Also 8 nur. Da gab es ein paar Punkte für. Okay. Wenn ich die jetzt kaufe, dann kann ich ja nur noch 7 kaufen wahrscheinlich, oder?
kann sogar nur noch 6 mehr leisten. Okay. Verkaufen wir die auch nochmal. Okay, hat es jetzt Zanion gerade gegeben. Das ist im anderen Sektor. 2800. Jetzt lass uns mal gerade gucken, wie das mit der Fraktion hier so ist. Ja, 29.700. Das ist nicht mehr viel. Dann klappt das eigentlich, ne? So, dann nochmal hier rein. Vielleicht kriegen wir das doch noch hin. Indem wir jetzt hier 5 kaufen. Ah, da müssen wir hin. 1200. 5 verkaufen. Kann ja sein, dass wir das jetzt haben, aber... Ukeo, die Ukeo. Sind wir denn jetzt hier gut mit denen? Ja, sieht so aus. Warum hat sich das hier nicht geändert? Warum? Doch, da steht gut, okay. Gut, wenn wir doch dann gut sind, dann müsste das doch jetzt klappen, dass wir da einmal schauen, dass wir jetzt Waffen bauen können, oder? Da ist... Oh ja, gleich haben wir es schon geschafft wieder. Waffenfabrik. So, grüßen Sie, reden wir oder Rüstungstürme bauen. Jetzt geht's. Gut, das heißt, wir fliegen da erstmal hin und schauen uns das von der Nähe aus an, ne? Vielleicht lohnt sich's ja jetzt. Die dürfen nur nicht da dran knallen, weil dann haben wir schon wieder ein Problem wahrscheinlich. Mal schauen. Aber eigentlich brauche ich da gar nicht dran fliegen, oder doch? Ja, weiß ich nicht. Mache ich jetzt erstmal. Aber ich brauche ja dann Rohstoffe wahrscheinlich, um das zu bauen, glaube ich, ne? Müssen wir gucken. Weiß ich jetzt auch nicht so auswendig. 16, 15. Ja, ich glaube, da kann man nochmal Gas geben. Nein, das Formular ist nicht mehr aktuell. Genau. Antragsformular, ne? Kennt er. Da ist ein Dockingport. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir in die Nähe kommen. Traktorstrahl einmal anmachen. So, Güterhandel, nein, Geschütztürme bauen. Was ist das denn jetzt hier? Orgonit, Material, Tech, gewöhnlich. 11.000. Das ist jetzt aber die Blauprose, ne? Glaube ich. Die ist ja cool hier. Exotisch, Tech, Material. Orgonit, DPS. Servos, Sprengköpfe, Hochdruckröhren, Sprengladung, Stahl und Kabel brauchen wir für die Blaupause. Ja, das ist ja schon cool, oder? Vielleicht könnte man, ja, man kann das hier auch noch verbessern dann, ne? So, da kann man alles plus machen und dann kostet einen das 1,2 Millionen. Herstellungskosten sind 4,6 Millionen und wenn ich dann bauen drücke, du brauchst mindestens ausgezeichnete Ziehung, um außergewöhnliche Turrets zu bauen. Aha. Waffenfabrik, eine neue Liste mit Bestandteilen wurde hinzugefügt. Sie können es in Ihrem Missionslog abrufen. Okay, sehr gut. Dann lass uns das da mal gerade im Missionslog reingucken. Wo ist das nur? Ach so, das da oben bestimmt. E-Mails, sind das da? Automatische Begrüßung? Missionslog, Schiffsmenü, Spielermenü, Baumodus, E-Mails, Missionslog.
Missionslog. Nee, das war falsch. Missionen. Aber Missionslog. Allianz. Ob. Ja, schade, ne? Ich weiß nicht, wo es ist. Aber ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.